Herzlich willkommen heute im Vilstal. Sie werden heute die Möglichkeit haben, mit mir auf die Reise zu gehen und viele verborgene Ecken und Winkel dieses herausragenden Bauwerkes erkunden. Der Film wird in 360-Grad-Format aufgenommen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, auch sich im Bild frei umschauen. Und jetzt lass uns gehen, hoch auf die Brücke. Die Eisenbahnüberführung Vilstal besteht aus zwei eingleisigen Brückenbauwerken. Diese liegen in einem Achsabstand 30 Meter voneinander. Die werden im Widerlagerbereich miteinander mit kurzen Brücken verbunden. Die Brücken sind 500 Meter lang circa und 85 Meter hoch. Hauptspannweite ist 150 Meter. Die Hauptpfeiler sind hohl, die anderen Pfeiler sind monolithisch, also haben einen vollen Querschnitt. Die Tiefgründungen sind bis zu 25 Meter tief und die Bauwerke verbinden zwei Tunnel. Auf Stuttgarter Seite ist es Bostler-Tunnel und auf Münchner Seite ist es dann Steinbühl-Tunnel. Und die Konstellation Tunnelbrücke-Tunnel ist auch ziemlich besonders und diese Konstellation hat einige Herausforderungen mitgebracht in Projektdurchführung. Die beiden Brücken sind Bestandteil der Hochgeschwindigkeitsstrecke und somit sind die auch auf 250 km pro Stunde Designgeschwindigkeit ausgelegt. Hier wurde feste Fahrbahn verbaut, also das heißt keine Schotterbauweise, sondern feste Fahrbahn, was für diese Geschwindigkeit erforderlich ist. Beide Bauwerke beinhalten unter anderem sogenannten Sonic Boom Bauwerke. Das sind die Hauben mit bestimmten Öffnungsraster und diese sollen dann auch die Mikrodruckschallemission reduzieren. Also das heißt, dieser Knall, der bei Hochgeschwindigkeitsverkehren entsteht, wird hier reduziert. So, jetzt befindet das Projekt in der Testphase. Im Sommer haben die Testfahrten begonnen im rechten Gleis, also im Gleis Richtung München-Ulm. Und jetzt ab Herbst fahren die Testzüge über dem Gleis Richtung Stuttgart. Wir befinden uns jetzt im Hohlkastenquerschnitt DÜ Vilstal, also der Vilstalbrücken. Über uns verlaufen gerade jetzt auch die Testfahrten. Im Hohlkasten waren wir noch nicht und haben wir noch das Bauwerk von innen noch nicht präsentiert. Heute besteht diese Möglichkeit. Das Bauwerk ist konzipiert als einzähliger Hohlkastenquerschnitt. Wie wir alle wissen, Bauwerke sehr schlank. Überbau ist im Außen, hat Außendimensionen von 8,40 Meter Breite und das kann man auch sehr gut nochmal hier betrachten. Des Weiteren ist Bauwerk auch konzipiert als Durchlaufträger. Wie wir sehen, hier gibt es überhaupt keine Fugen. Also Bauwerk ist fugenlos, 500 Meter Länge des Bauwerkes, des Überbaus, ist es ein Durchlaufträger und fugenlos. Hier bestehen die Möglichkeiten dann später oder sogar ist es eine Vorgabe der Deutschen Bahn, dass die Bauwerke, Eisenbahnbrücken auch von innen inspiziert werden müssen. Also jeder Quadratzentimeter Fläche wird dann später im 6-Jahres-Rhythmus auch untersucht und technisch begutachtet auf Schäden. Eisenbahnüberführung Vilstal wurde gebaut als Sonderbauweise, semi-integrale Bauweise. Das heißt, alle Pfeile sind monolithisch mit dem Überbau verbunden. Und genau an so einer Stelle, an einem Hauptpfeil, stehen wir gerade. Und wir können sogar in diesen Pfeiler, in den Aucholis, also in den Schrägstreben von dem Y-Pfeiler, reingehen. Und das machen wir jetzt gleich.
So, ziehen wir ein Stückchen raus. Und jetzt kann man sicher reingehen. So, hier im Schrägstreben sind auch Zugangsmöglichkeiten gegeben. Hier sind die Treppen ausgebildet. Man kann reingehen, also hier auch besteht ein Hohlraum und Schrägstreben ist somit auch inspizierbar. Hier kommen wir nur bis zum monolithischen Knoten. Das kann man auch dann von außen nochmal sehr gut betrachten. Also Y-Pfeile besteht aus dem Pfeilerschaft und beiden Schrägstreben. Und genau an diesem Punkt kommen alle diese drei Teile zusammen und bilden einen Y-Pfeiler. Wir schauen jetzt auf den Bauzustand. Damals hat man zunächst im ersten Schritt Pfeile hochgezogen und nachdem bereits Überbau fertiggestellt wurde und da auch den Hilfsunterstützungen lagen, wurden diese Schrägstreben unterbetoniert. Und jetzt schauen wir in das Innere des Hauptpfeilers rein. Ich bin jetzt in einem der beiden Hauptpfeiler. Die beiden Hauptpfeiler sind im Unterschied zu restlichen Pfeilen sind hohl ausgebildet, wie man hier sieht. Alle 5 Meter sind Trägerrostpodeste montiert und somit besteht Möglichkeit, auch Hauptpfeiler von innen, also jede Quadratzentimeter dieser Fläche, nochmal handnah zu begutachten und zu inspizieren. Zurück zum Überbau. Die beiden Filstalbrücken sind in Längsrichtung vorgespannt, in Querrichtung sind sie schlafbewehrt. Was heißt das eigentlich? Ich erkläre das anhand eines Modells, die ich in der Hand habe. Vorspannung funktioniert folgendermaßen. Vorgespannter Spanbeton ist eine Art der Stahlbetons. Nur die Stahleinlagen, also das ist zum Beispiel Stahleinlagen unserer Bewehrung oder Spanglieder, die bekommen eine zusätzliche Zugkraft, also ich ziehe jetzt an einem Ende, so, und dann diese Zugkraft wirkt aus und somit entsteht eine zusätzliche Druckspannung im Beton. Das heißt, die Betonteile, die ohne Vorspannung schlaff wären, und eine Verformung in dem Bauwerk entstehen würde, also so eine größere Durchbiegung in der Feldmitte, mit Verwendung der Vorspannung entsteht dann so ein kerzengerade Bauwerk mit geringfügigen Durchbiegungen. Also das heißt, der Brücke verformt sich weniger und somit erreichen wir größere Spannweiten. Hier zum Beispiel im Bauwerk könnten wir mit diesem Bauverfahren auch die Spannweiten im Maximum bis zu 150 Meter umsetzen. In beiden Filstalbrücken waren kilometerweise an Spanstahl verbaut. Spanstahl ist dann fest verankert an bestimmten Stellen mit dem Bauwerk und solche Stellen, da wo tatsächliche Krafteinleitung stattfindet, sehen wir hier, das sind sogenannten Spanlisenen, das sind die Verankerungsstellen hier in der Decke, in der Bodenplatte, in den Wänden, überall zerstreut auf die gesamte Länge des Bauwerkes haben wir diese Lisenen und somit kann unser Bauwerk und unsere große Spannweiten hier sicher ausgeführt werden. So, Bauwerk ist fugenlos, es gibt aber im Widerlagerbereich auf einer Seite eine Fuge, dort Bauwerk kann sich verlängern oder verkürzen. Also da findet Verformung statt,
je nach Jahreszeit und Temperatur und anderen Einflüsse, die auf Bauwerk wirken. Und auf anderer Seite ist Bauwerk fest verankert mit dem im Baugrund. Und dahin gehen wir jetzt und schauen uns das genau an. Ich stehe jetzt hier im Widerlager. Über der Trennfuge sehen wir Überbau, und Überbau und Widerlager ist miteinander verbunden mit diesem Sonderteil in blauer Farbe, das ist die sogenannte Federlamelle. Federlamelle ist hier erfüllt Funktion, folgende Funktion: Sie muss die Bremskräfte, also Bremskräfte, die hier wirken, und zwar 600 Tonnen im Maximum, allein Bremskräfte müssen aus dem Überbau in Widerlager übertragen werden, und die schlanken Hauptpfeiler können das im Vollumfang nicht. Deswegen ist hier eine Sonderkonstruktion entwickelt und ausgeführt. Da wir Sonderbauweise hier umgesetzt haben, also die beiden Brücken sind in Sonderbauweise gebaut, mit einigen Abweichungen zum Regelwerk der Deutschen Bahn, so ist das notwendig, dass wir auch mindestens 5 Jahre lang auch verschiedene Bauteile, also Pfeiler, Überbau, aber auch so eine Federlamelle wird messtechnisch mindestens 5 Jahre nach der Inbetriebnahme überwacht. Es gibt unzählige Messgeber, einige sind in Beton eingebaut, einige sind aufgeklebt auf der Oberfläche des Bauteils. Hier sind zum Beispiel die 8 Dehnmessstreifen, und sie messen hier Verformung infolge der verschiedenen Einwirkungen aus dem Betrieb der beiden Brücken. So, wenn wir weitergehen, dann sehen wir die sogenannte Kammer verfolgender Kräfte, Fluss. Also über Federlamelle gehen die Kräfte aus dem Überbau, gehen in dieser starken monolithischen Ankerblock des Widerlagers und verschwinden dann hinter der Wand, wo dann Widerlager rückverankert. Mit 21 Anker, die bis zu 30 Meter tief in Baugrund gehen, wird das ganze Konstruktion und Bauwerk, also die gesamte Brücke, fest verankert in den Baugrund. Somit kann auch dann Kräfteabtrag sichergestellt werden. Wir haben hier im Rahmen dieses Projektes eigentlich 4 Brückenbauwerke umgesetzt, gebaut. Also 2 Hauptbrücken und 2 kleineren Verbindungsbrücken, die beiden Bauwerke verbinden. Die waren im Rahmen eines Rettungskonzeptes erforderlich. Nun verlassen wir fest verankerte Widerlager und bewegen uns auf andere Seite des Teils und schauen wir uns dort eine bewegliche Seite der EU Filstal an. Wir stehen jetzt auf Autobahnseite, Autobahn BAB Richtung München, und wir gehen jetzt in diesen Widerlager. Hier darf Bauwerk sich verformen. Wir schauen diese Trennfuge an und Lagerungssystem, was hier ausgebildet wurde. Also wie gesagt, auf anderer Seite ist Überbau fest verbunden, da wurde ein Festpunkt ausgebildet, Festverankerung. Und hier darf und kann dieser Teil, also Überbau, sich verformen, je nach Temperatur. Da wirken auch andere Einflüsse wie Kriegen und Schwinden vom Beton, spielen auch eine Rolle. Aber im Maximum kann diese Fuge bis auf 70 cm aufgehen.
Da Überbau in diesem Widerlager fest flexibel gelagert ist, bewegliche Ende darstellt, müssen auch alle verbaute Bauteile sowie Entwässerungsleitungen oder diese Übergangskonstruktion auch beweglich ausgeführt werden. Wir sehen auch hier, dass das auch dieser Bauteil, dieser Entwässerungsrohr sich verkürzen oder verlängern kann. Und so geht es auch mit diesem Kabel, der auch flexibel ausgebildet ist und alle anderen Übergangskonstruktionen aus Stahl. Hier nochmal die Fuge von oben und Lagerbank, der in anderem Stockwerk sich befindet. Ich hoffe, dass unsere heutige Tour Ihnen sehr gut gefallen hat. Sie haben einiges gelernt und gesehen. Am 11. Dezember geht die gesamte Strecke in Betrieb. Deswegen kaufen Sie eine Fahrkarte, setzen Sie sich in Zug und genießen die Aussichten. Anbei nur eine Empfehlung meinerseits, kaufen Sie eine Karte für einen Regionalzug, denn Sie haben etwas mehr von der Strecke und von den schönen Aussichten, weil ein ICE mit 250 passiert unsere Brücke nur in 7 Sekunden.